Shalom Aleichem allerseits. Wir beginnen heute ein sehr wichtiges Thema über Kabbalah für Kinder. Wir stellen jetzt kurz vor Lag BaOmer. Lag BaOmer ist die Jahrzeit Yom Hilula, Hochzeitstag, wo Rabbi Shimon Bar Yochai, der größte Kabbalist aller Zeiten, ist von diesem geschlossenen Welt befreit und mit seiner Seele gegangen in den Himmel. Und Rabbi Shimon Bar Yochai hat gesagt, an meinem Todestag von Lag BaOmer, ich will Freude feiern, weil das ist für mich eine Absteigung vom Lügewelt zum wahre Welt. Und auch die Schüler von Rabbi Akiva sind am Lag BaOmer aufgehört zu sterben. Und deshalb in die ganze Welt macht man eine große Lagerfeuer, so wie eine große Ner Neshama, Kerze für die Verstorbenen, um zu zeigen, dass der Mensch ist die Flamme, der Mensch ist die das Feuer und nicht die Kerze. Kerze ist nichts. Der Mensch ist das Feuer. Feuer ist das Wichtigste. Und deshalb lernen wir heute über ein sehr interessantes Thema. Und wie kann man erklären Kinder Begriffen von Kabbalah, Begriffen vom tiefe Geheimnis vom Torah. Und Gott soll helfen, dass wir diese Wörter gut erklären. Wenn ein Tzaddik stirbt und man erzählt seine Lebensgeschichte, man lernt von seinem Leben zu unserem Leben. In welchen Sachen? Drei. Torah, Tfilah und Tzedakah. Die Welt steht doch auf drei Sachen. Auf Torah, auf Gebete und auf Wohltätigkeit. Ich kann mich erinnern, wenn mein Rebbe hat gesprochen mit Kindern über Wörter von Kabbalah, es war die Jahrzeit von dem Arizal, und der Rebbe hat gesagt, was können wir vom Arizal lernen zu unserem Leben? Und der Rebbe hat gesagt, in drei Sachen. Über Torah. Der Arizal hat gelernt so viel Torah, warum? Weil er war immer fröhlich. Simcha. Er hat gesagt, wenn ein Mensch ist fröhlich, ist gut gelaunt, ist gut drauf, ist mit offenem Kopf, lernt er viel. Und wenn sein Kopf ist klein, kleinknüppeldick, traurig, bitter, kapiert nicht. Also der Arizal hat alles erlangt durch Freude. Also die erste Sache, Kinder können viel lernen, weil Kinder sind fröhlich. Ein Kind ist fröhlich. Zweitens, Gebete. Gebete, der Arizal, immer wenn er hat gebetet, er hat nicht gebetet nur für sich. Er hat gebetet für alle. Auch Kinder, wenn ein Kind betet, er betet nicht nur für sich. Er sagt, soll Mama gesund sein, soll Papa gesund sein, soll Mama und Papa sollen miteinander gesund sein, soll Oma und Opa und alle Eltern sollen gesund sein, soll Mama und Papa sollen nicht streiten, soll meine Geschwister sollen mit mir nicht streiten, soll Mama und Papa haben genug Parnasse zu leben, dass bei uns zu Hause fehlt nichts essen. Deshalb, der Arizal hat gesagt, wenn ein Mensch betet, soll er sagen, ich nehme auf mir Mitzvah von Ve'ahavta le'reacha kamocha, hareini mekabel alai, ich nehme auf mir Mitzvah taseh, ein Gebot shel Ve'ahavta le'reacha kamocha, ich bete nicht alleine für mich. Und die dritte Sache, wenn der Arizal hat gekauft eine Mitzvah, Chalot für Shabbat, Wein, Tfilin, Etrog, er hat gegeben dem Verkäufer sein Portemonnaie und hat gesagt, nimm, wie viel du brauchst. Wie viel du brauchst, er hat gegeben, und so hat der andere hat gegriffen und er hat genommen, wie viel er will. Und der Arizal hat nie gemischt in Sachen von Mitzvot. Wenn wir kommen etwas bezahlen, wir gucken ganz tief in die Portemonnaie, stimmt? Wie viel, Moment, ich habe klein, Moment, ich habe groß, Moment, nicht diese Schein. Der Arizal Geld hat beim nicht gespielt so eine tiefe Rolle wie bei normalen Menschen. Er war übernormal, er war ganz normal. Und deshalb, wenn er hat gekauft Mitzvot, er hat gesagt, was ist Geld? Geld ist ein Mittel, um Mitzvot zu kaufen. Er hat gegeben sein Portemonnaie und er hat gesagt, der Verkäufer, nimm, was du willst. Er hat nicht die Sachen festgehalten, er hat gewusst, alle Sachen sind da, um zu bekommen. Okay. Weil wir haben das alles erklärt, ich möchte mit euch heute nur ein Thema bearbeiten. Dieses Thema heißt Pnimi und Chitzoni. Pnimi bedeutet innerlich.
innerlich. Chizoni bedeutet äußerlich. Zum Beispiel, was ist das? Ein Kuli, Parker Kuli. Es gibt hier etwas Chizoni. Was ist Chizoni? Was ist draußen? Der Body. Was ist drinnen? Die Seele. Die Seele. Was ist drinnen? Was ist drinnen? Nein, Moment. Das ist der Kuli. Was ist das? Was ist das? Die Mine. Jetzt, was ist wichtiger? Das oder das? Das. Das ist wichtiger. Sehr gut. Warum? Das ist Pnimi oder Chizoni? Pnimi. Pnimi. Sehr gut. Jetzt frage ich dir, was ist besser? So ein einfacher Kuli mit Mine, mit Pnimi, mit Seele? Oder so eine Parker, wo es drinnen nichts? Was ist besser? Die blaue oder die rote? Sag! Blau. Warum die blaue ist besser? Weil hier gibt es auch etwas drinnen. Und das ist leer. Okay, und das gehen wir jetzt heute erklären. Wie kann man erklären, Kinder, Begriffen von Kabbalah und die Kinder die ganze Zeit trainieren, diesen Sichtweise in die Welt zu gucken. Ich beginne mit einer Geschichte, die habe ich gelesen, dass eine Frau kam nach Israel zum Kibbutz und sie wollte arbeiten als Krankenschwester. Und in Kibbutz war so ein Lager von Medikamenten und hat man verteilt die Medikamente auf zwei Schränke. Trufot Chizoni, Leshimush Chizoni, also Medikamenten, die von außen sind, und Trufot Leshimush Pnimi. Okay? Ich gebe ein Beispiel. Creme. Ist Chizoni oder Pnimi? Sag. Creme nimmt man, wenn du hast eine Verletzung und man will schmieren Creme. Legt man den Creme im Mund oder schmiert man auf eine Verletzung? Auf der Verletzung. Deshalb heißt diese Creme Chizoni. Alles, was kommt rein in den Körper, Tabletten, Tropfen, verschiedene Flüssigkeiten, Paracetamol, die alle Sachen. Was passiert, wenn ein Kind hat Fieber und die Mutter nimmt Sirup Paracetamol und wischt sein Stirn mit dem Paracetamol, mit dieser Flüssigkeit? Hilft oder hilft nicht? Nein. Warum hilft nicht? Wo muss das rein? In den Mund. In dem Moment, wo die Medikamente sind draußen, hilft nicht. Also gibt es Medikamente, die sind Chizoni, draußen. Verstehst du? Oder soll ich einfacher sprechen? Einfacher? Nein. Mach ich einfacher. Es gibt zwei Arten von Medikamenten. Es gibt Medikamente, die sind Chizoni, nur draußen. Und es gibt Medikamente, die sind Pnimi. Es kommt rein in den Körper. Und ich erkläre das jetzt. Wir haben auf jeder Tür Mezuza. Was ist Mezuza? Mezuza ist auch so wie ein Kuli. Es gibt ein Beit Mezuza, ein Haus von der Mezuza. Ja? Und es gibt eine Mezuza, die Pergament, die kommt drinnen. Jetzt, was ist wichtiger? Der schöne Plastik draußen oder die Mezuza, der Klav, der Pergament drinnen? Was ist wichtiger? Der Klav. Der Klav. Weil Klav ist Pnimi und die Mezuza ist Chizoni. Aber Menschen, die wissen nicht, was ist Mezuza, bei denen Mezuza ist diese draußen, diesen Plastik vom Außen. Einmal habe ich bekommen ein Telefon. Ja, ich habe eine neue Mezuza und ich brauche diesen Dinge drinnen. Hallo, diese Dinge drinnen ist die Mezuza. Du hast keine Mezuza, wenn du hast diese Plastik. Das ist, als ob einer sagt, ja, ich habe eine Kuli, aber ich habe keine Tinte. Dann hast du keine Kuli. Also die Kuli ist nicht die Hölle, die
Bedeckung, das ist, das Wichtigste ist immer die Pnimi. Okay, ich mache dir jetzt einfacher. Hörst du einfacher? Ein Mädel geht mit einem Topf und dieser Topf ist bedeckt. Und sie geht auf die Straße mit einem Topf, was ist bedeckt. Plötzlich kam Rabbi Joshua und sagt, Mädele, Mädele, was hast du inne wenig in dem Teppele? Was ist drinnen? Die Mädel guckt ihm an und sie sagt, wenn Mama wollte, dass sie es wissen, was steht in dem Topf, hätte sie den Topf nicht bedeckt. Und weil die Mama das Topf bedeckt, es hat so bedeutet, dass sie nicht müssen wissen, was ist drinnen. Sachen, die bedeckt, die sind Geheimnis. Man darf nicht jeden öffnen und zeigen, was ist drinnen, weil nicht jeder darf gucken und schauen, was ist drinnen. Okay. Und das bringt uns zu meinem Thema, was ich will heute mit euch besprechen. Einmal war ein Kaiser und der Kaiser hat eine Mädel, sie war sehr hübsch, sehr schön, sehr edel, aber nur vom Außen. Drinnen, mit dem Seichel, mit dem Verstand, hat sie gehabt viel oder wenig? Wenig, ganz wenig. Sie war leer, sie war doof, sie war nicht klug, nicht klug. Aber einer von den Ratgebern von der König, Rabbi Joshua ben Hanania, war ein sehr kluger Mensch, vom Innen, Pnimi, aber Chizoni, von draußen, war er ein hässlicher, nicht ein schöner Mensch. Ein Tag trifft die Tochter von dem Kaiser, die schön von Chizoni und hässlich von Pnimi, sie trifft Rabbi Joshua, der schön Pnimi und hässlich Chizoni, die beide begegnen. Und das Mädel fragt Rabbi Joshua, wie kann sein, dass mein Papa sagt, dass du bist so ein weiser Mann und du bist so hässlich. So fragt die Mädel, Rabbi Joshua, das zeigt schon, dass sie ist nicht klug, wenn man stellt so eine Frage an einen Mensch, du bist hässlich, wie kann sein, dass du bist intelligent? Rabbi Joshua wollte sie ein Beispiel geben, dass sie kapiert. Und hat gesagt, liebe Mädel, kannst du mir bitte sagen, wo lagert dein Vater sein Wein? Sagt sie, ja, mein Vater lagert sein Wein in Fass. Sagt er, welcher Fass? Sagt sie, Fass, so wie alle, vom Holz, vom Ton, normalen Fässe für Wein. Sagt er, verstehe ich nicht. Dein Vater, der große Kaiser, hat solche Fässe wie alle einfache Leute? Wie kann das sein? Er ist doch ein Kaiser. Er muss andere Fässer. Ah, gut. Das Mädel kommt zu ihrem Vater, dem Kaiser, und sagt, Papa, Papa, ich habe eine Frage. Ja, frag. Wieso haben wir unsere Wein in normale, einfache Fässer vom Ton und von Holz? Passt nicht, passt nicht. Wir sind Kaiser, wir sind König. Sagt er, was willst du, Mädele? Sagt er, ich will schöne Fässer. Vom Silber, vom Gold, so sei schön. Oh, mein verwöhnter Mädele, ich werde alles für dich tun. Und er ruft seinen Weinschenker und sagt, alle Fässer bitte leer machen und in Fässern von Silber und Gold legen. Nach ein paar Tagen, die ganze Wein ist geworden sauer. Er ruft seine Tochter. Und er sagt seiner Tochter, wer hat dir gegeben diese komische Idee? Sagt sie, wer? Dein kluger Mann, Rabbi Joshua. Du sagst, er ist klug, er ist nicht klug. Der Kaiser ruft Rabbi Joshua. Und er sagt, wieso geben Sie meiner Tochter so eine komische Idee, nicht gute Idee? Sagt er, ich habe nicht gegeben eine Idee. Ich wollte nur deiner Tochter erklären, dass es gibt Chizoni und es gibt Pnimi. Manchmal nach außen, der Fass ist einfach vom Holz, aber drinnen ist teurer Wein vom Kaiser. Und manchmal, das ist nach außen Gold und Silber, und drinnen ist saurer Wein und niemand will das. Okay, verstanden? Gehen wir weiter.
Steht geschrieben, wenn Rabbi Shimon bar Yochai und sein Sohn Elazar sind raus von Meara, von der Höhle nach 13 Jahren, haben sie gesehen ein Vogeljäger. Vogel. Der hat so eine Kiste und in dieser Kiste will er Flügel jagen. Und er hat gesehen, eine kommt rein und wenn eine kommt rein und geschnappt in die Jägerei, kommt eine Stimme von Himmel und sie sagt, Sfakolo, Sfakolo, geschnappt, gejagt. Und eine Vogel, die freigelaufen war, eine Stimme von Himmel, Dimos, Dimos. Sagt der Vater seinem Sohn, siehst du mein Sohn, auch eine Vogel, der muss ein Jäger jagen im Netz, wird nicht gejagt, ohne eine Stimme und Entscheidung vom Pnimi, von Gott. Wenn Gott hat den Himmel entschieden, Sfakolo, der Jäger wird hier schnappen, dem Vogel. Und wenn Gott sagt in Himmel, Dimos, der Jäger wird, das ist eine Jägerei. Siehst ihr? Also das ist der Vogel. Wenn es gibt eine Stimme, Sfakala, tschick, der Tür wird sich schließen. Wenn es steht geschrieben, Dimos, was passiert mit dem Vogel? Er geht raus. Wollte der Vater erklären seinem Sohn, alles was passiert in dieser Welt, es ist nur ein Symptom. Es ist passiert alles wirklich in die Ursache im Himmel. Und wenn ein Mensch hat eine Verletzung, einen Ausschlag, das ist nicht nur ein Medikament von draußen. Manchmal muss man etwas Pnimi, weil das ist nur ein Symptom von einer inneren Krankheit. Das heißt, unsere Aufgabe als Eltern ist die ganze Zeit bei jeder Sache erklären, was ist Chizoni und was ist Pnimi. Kind, das ist Schale, das Frucht ist drinnen, das ist Klipa, das ist außen und drinnen ist der Frucht. Das ist ein Auto, aber drinnen ist Motor. Es war eine Werbung für Auto vor vielen Jahren. Guck lieber an PS und nicht an dem Spoiler. PS ist Pferdenkraft. Wie viel Motor hat das Auto? Spoiler ist die Schönheit von dem Außen. Jetzt, was ist wichtiger am Auto? Spoiler oder PS? Wenn Kinder sehen ein schönes Auto, sagen, wow, gib mal guck, ein schönes Auto, weil sie gucken auf dem Spoiler. Aber wenn einer ist ein Mechaniker, der hat schon ein bisschen studiert, der hat ein bisschen gelernt und er weiß, dass nicht alles ist nur Spoiler, guckt man ans PS. PS ist wichtiger als das, was man sieht draußen. Verständlich? Okay. Heute leben wir in einer Welt, wo diese Welt lebt nach Werbung, nach außen. Die Welt kriegt ihre Nahrung vom äußerlichen Bestätigung. Menschen leben sehr wenig in ihre eigene Welt. Menschen leben sehr wenig in ihre eigene Stimme, in ihre eigene Nahrung, in ihre eigene... Sie brauchen die ganze Zeit zu tanken vom Außen, um etwas zu leben. Ein Mensch, der will leben in Olam Abba, das ist ein Mensch, der lebt nicht nur wegen Genuss oder wegen Ehre oder wegen Reichtum, sondern ein Mensch, der genießt von der anderen Welt. Er genießt von sich selbst. Ich gebe ein Beispiel, damit sollt ihr verstehen, was ich sage. Wenn ein jüdisches Ehepaar heiratet, man wünscht sie, Shetivnu Beit Ne'eman bei Israel, sollt ihr bauen ein gutes jüdisches Stub, Haus. Und was passiert, wenn sie haben schon ein Haus bekommen, Geschenk? Oder sie haben überhaupt kein Haus, sie müssen jetzt Hypothek nehmen und 30, 40 Jahre leben. Wenn eine Herde Wärter sollt ihr bauen ein jüdisches Haus und er glaubt, ein Haus mit Zimmer und mit Türe und mit Betten und mit Intercom, macht er einen Fehler. Was ist ein Haus? Ein Haus bedeutet die innere Kommunikation und Liebe und Verständnis und Ehre zwischen dem Mann und die Frau. Jetzt. Je mehr das Ehepaar guckt auf die Äußerlichkeit, wie kommen sie rüber beim anderen, haben sie wenig Innerlichkeit. Ein klaren Gesetz. Nicht alles, was scheint
zu glänzen, ist Gold. Weil manchmal, wenn einer hat Diamanten oder Gold, erzählt er nicht. Jetzt Herz oder Gefühle oder Liebe, das sind Sachen, die du nicht weißt. Niemand weiß. Was wünscht man dem jüdischen Ehepaar? Hör mal zu. Ein Haus ist nicht eine Wohnung. Ein Haus bedeutet ein innerer Kontakt, wo ihr seid miteinander gebunden, ohne Bedarf bestätigt zu werden von dem anderen. Ihr isst, was ihr wollt. Ihr geht spazieren, wo ihr wollt. Ihr liest das, was ihr wollt. Ihr erzählt das, was ihr wollt. Und ihr lebt nicht in ein Leben von dem anderen. Ihr versteht, was ich sage? Ja. Ganz klar? Okay. Wenn es nicht klar ist, sagen wir bitte. Okay. Was heißt das? Wir müssen die ganze Zeit von Kindheit an trainieren die Kinder auf eine kabbalistische Perspektive. Schau nicht die ganze Zeit auf den Krug. Guck, was ist drinnen. Guck der Mensch, was er ist. Wir leben in einer Welt, wo Menschen schauen die ganze Zeit auf die Äußerlichkeit. Die Äußerlichkeit spielt heute in der Welt die größte Rolle. Deshalb, natürlich manchmal Äußerlichkeit soll etwas zeigen, dass in die Innerlichkeit etwas stimmt. Das heißt, wenn ein Doktor geht mit Kleider von Doktor, wahrscheinlich ist er ein Doktor. Aber es gibt auch Purim. Am Purim kann er auch anziehen Kleider von Doktor und er ist kein Doktor. Kommt Lag BaOmer. Und Lag BaOmer ist ein Tag, wo Rabbi Shimon bar Yochai sagt uns, beginnen schon von Kindheit an, die Kinder die ganze Zeit zu trainieren, was ist Pnimi und was ist Chitzoni. Was ist draußen und was ist drinnen. Zum Beispiel, wenn ein Kind sieht ein Computer, was ist ein Computer? Dort, wo man sieht oder das, was man nicht sieht, unten. Sag mir, was ist ein Computer? Der Bildschirm oder der Motor unten? Was ist der Computer? Der Bild. Der Bild, süßes Kind, hat recht. In seinen Augen, der Computer ist der Bildschirm. Das, was er sieht, das stimmt. Kommt ein Erwachsener und er sagt, hey, Bildschirm, s'il vous plaît, sehr gut. Aber was ist die Wahrheit? Der Motor. Und ein Beweis, wenn der Motor platzt, was sieht man auf dem Bildschirm? Gar nichts. Also Bildschirm ist nicht der Computer. Bildschirm ist nur ein Weg, eine Möglichkeit, dem Computer zu sehen. Wenn einer aber lernt Computer, was interessiert ihn? Interessiert ihn nicht den Bildschirm. Ich kann sagen, ein schöner Bildschirm. Aber was interessiert denn der PC? Das ist das Wichtigste. Wie viel Platz gibt es, wie schnell, wie gut. Das ist das Wichtigste. Das ist auch die Programme. Die Programme sind nicht im Bildschirm. Im Bildschirm kannst du auch halten, ein Bildschirm von Tarapapu, von Jahren her zurück. Aber die Sache ist die Kiste. Die Computer, nicht die Kiste. Wenn ein Mensch stirbt, bleibt nur sein Körper. Stimmt? Wie heißt der Körper in die Kabbalah? Kista de Chayuta. Welches Wort hört ihr bei dem Wort Kista? Kiste. Kiste. Unglaublich. Steht geschrieben in Zohar, dass unser Körper ist Kista de Chayuta. Eine Kiste vom Leben. Das heißt, wenn ihr seht mich jetzt, was seht ihr? Computer oder Bildschirm? Bildschirm. Was ist im Herzen wirklich? Was ist, was? Niemand weiß. Niemand weiß, genau. Niemand weiß das, was ist im Herzen von jemand anders. Wenn einer unterrichtet Torah, was ist seine Motivation zu unterrichten? Vielleicht will er Ehre. Vielleicht will er Kavod. Sollen alle wissen, dass ich kenne Torah und ich lerne Torah, ich unterrichte Torah. Was ist in meinem Herzen? Weiß niemand. Was ist meine Kavanah? Was ist meine Intention? Was ist meine Motivation, die Sache zu tun? Versteht ihr, was ich meine? Ich gebe ein Beispiel. Als Rabbi Yossi ben Kisma lag am Sterben, kam zu ihm ein Freund. Ich habe vergessen, wer war das? Tut mir leid.
Also ich weiß noch, dass Rabbi Yossi ben Kisma lag am Sterben, kam zu ihm ein Freund, ich habe vergessen, wie er heißt, vielleicht Rav Sheshet, aber ich will nicht sagen, ein Fehler. Und Rabbi Yossi ben Kisma hat gefragt seinen Freund, was ist mit mir zum Kommen der Welt? Komme ich im Kommen der Welt oder nicht? Fragt ihm der Freund, welche besondere Handlung hast du gemacht in deinem Leben? Dann kann ich dieses Symptom nehmen, diesen Stichprobe, und ich werde diese Stichprobe dir in einer Minute sagen, ob du kommst in Olam Haba oder nicht. Sagt er, ich erzähle dir. Ein Tag bei mir zu Hause sind zwei Umschläge mit Geld verwechselt. In einem Umschlag war Geld mit Spende für Purim und in der andere war Geld Spende für die Arme. Weil die Leute haben mir gegeben zu verteilen Spende. Und ich habe nicht gewusst, was gehört zum Purim und was gehört zum Arme. Habe ich von meiner Tasche Geld dazu gelegt, um dem Defizit in die Armen zu legen. Okay? Sagt er, oh, glücklich bist du, glücklich dein Teil. Hoffentlich mein Teil wird sein, so wie deine Teil. Verstehe ich nicht. Rabbi Yossi ben Kisma hat gelernt Torah, hat gemacht Mitzvot, hat gebetet. Er kann nicht jetzt vor seinem Tod sagen, irgendeine gute Sache, der hat in seinem Leben gemacht. Nein, nein. Niemand weiß, was hat er gemacht in seinem Zimmer. In wahren Momente, in die weltlichen Sachen wie Ehre, Vergnügen, Genuss. Ein Mensch kommt in eine Versuchung. Er hat zwei Umschläge mit Geld bei sich zu Hause. Niemand nimmt. Menschen haben ihm Vertrauen gegeben. Sie haben ihm gespendet für arme Leute, sie haben ihm gespendet für Purim-Essen. Er konnte sagen, ist egal, beide sind Spende, das und das, das ist Meter. Nein, nein. Rabbi Yossi ben Kisma sagt, in dem Moment, wo die Menschen an mir Vertrauen gegeben, dieses Geld zu verteilen, ich lege dazu von meiner Tasche und ich mache ein Gleichgewicht zwischen Geld von Purim und Geld von Armen. Versteht ihr? Was heißt das? Dort, wo ich bin mit mir, in meinem inneren Reinen, dort, wo ich bin nicht mehr mit Nahrung oder Bedarf von Infusionen von der äußerlichen Welt, dort beginne ich zu verbinden zum Kommen der Welt. Diese Welt ist Welt die Lüge. Diese Welt ist die Welt von der Äußerlichkeit. Diese Welt ist die Welt von der Schale. Diese Welt ist die Welt, wo Leute werden gemessen nach das, was sie haben und nicht das, was sie sind. Spaß! Kannst du den Kopf zerbrechen von Sauerei, wie viel Lüge gibt das in dieser Welt? Aber sagt Rabbi Shimon Lezion, Problem. Du hast nicht trainiert, diesen Augen zu aktivieren, dass diese Welt heißt Olam Hasheker, Welt die Lüge. Diese Welt ist voll Masken. Menschen sind geschätzt wegen das, was sie haben. Und Menschen sind nicht geschätzt wegen das, was sie sind. Menschen sind geschätzt nach Ergebnis und Werbung. Und Menschen sind nicht geschätzt wegen einer geistlichen Arbeit. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt ein Buch, Bestseller, von einem Schriftsteller, der heißt John Grisham. Berühmt, oder? Erfolgreich, oder? Toller Schriftsteller, oder? Kol hakavod. Es gibt einen anderen Kabbalist, Rabbi Chizkio Medini. Ein Oberrabbiner, ein sfardischer Rabbiner in Hebron. Der hat geschrieben 47 Bände vom Bücher. Und eine Putzfrau hat ihn beschuldigt, dass er hat sich vergewaltigt, weil es war ein anderer neidischer Junge in die Yeshiva und er wollte seinen Ruf kaputt machen. Und er hat ihm erzählt schlechte Sachen, es war ihm egal. Hat er erzählt. Ich bleibe weiter in meinem Leben. Habt ihr von Rav Medini gehört? Nein. Von John Grisham haben wir gehört. Jetzt frag jeden normalen Mensch, wer ist in deinen Augen erfolgreicher? John Grisham oder der Zdei Chemed Arav Medini? Wenn einer lernt Kabbalah, weiß er, es ist nicht zu vergleichen zwischen die beiden. Der hat gelebt sein Leben von innen nach außen und der hat gelebt sein Leben vom Außen nach innen. Das heißt, der war verbunden zu seinem Kanal, zu seiner Neshama. Und er hat gelebt das Leben für sich. Es war ihm unwichtig, was er tut für den anderen, um Werbung zu bekommen, um Ehre zu bekommen, um Anerkennung zu bekommen. Er hat das geschrieben, das, was er glaubt, das ist wichtig für die Torah, für Gottes Ehre. Und in dem Moment, wo einer hat ihm den Ruf
ruiniert. Es war ihm wurscht, hat er gemacht. Hashem wollte es. Jeder Sache, was passiert in dieser Welt, liegt nicht an meinen Augen. Das wollte Rabbi Shimon Bar Yochai sagen, sein Sohn Elazar. Du siehst diese Vogel? Du weißt, warum waren wir 13 Jahre im Gefängnis? Nicht, weil der römische Kaiser wollte uns töten. Weil Hashem wollte, dass wir dort die Kabbalah schreiben. Dass wir uns verbinden zu unserem inneren Leben. Jeder Mensch weiß in dieser Welt, wenn es alles gut, vergisst man Gott. Bleibt man in der äußerlichen Welt, weil die äußerliche Welt ist schön. Reisen, Geschenke, Kleider, Autos, Yachta, Schachta, Villa, Whisky, oh, schöne Leben. Wann beginnt ein Mensch sich zu verbinden mit seinem Leben? Wenn er versteht nicht mehr diese Welt. Diese Welt ist ihm übel, leer, heuchlerisch, Lüge. Hat er ein paar Pazipazi bekommen in seinem Leben? Oder von Kindern, oder vom Partner, oder jemand gestorben? Was passiert in dieser Zeit? Geht er rein in die Meara, geht er rein in seinen versteckten Ort, verbindet sich zu sich, macht noch einmal sein GPS neu berechnet und findet neue Prioritäten am Leben. Wo soll er investieren? Und wo soll er sagen, bleiben wir alle gesund? Natürlich am Sonntag, es ist viel schöner zu gehen in den Park, mit Freundinnen, mit alle, genießen von der Sonne und reden Plotkes und Schmonzes über die Enemien. Gibt es aber kluge Eltern, die nehmen ihre Zeit. Sie kommen in die jüdische Gemeinde, sie hören Dvar Torah, sie hören einen Gedanke, was ist Pnimi, und es kann sein, dass diese Idee wird bei denen so eine Kerne einsetzen, dass sie werden nicht mehr brauchen, diese Lekutschile Mutschile mit der Gesellschaft die ganze Zeit bestätigt zu werden, weil diesen Gesellschaft, egal wie viel du sie futterst, sie ist schweinerisch, sie will mehr, sie will nur haben, sie will mehr haben als zu geben. Das heißt, warum muss ich derjenige sein, der meine Zeit verschwindet in die Sachen, die meine Vermächtnis, meine wirkliche Schatz mit Gottes verbunden, nicht vermehren. Deshalb, das alles, was wir haben gesprochen heute, ich nehme das zusammen, ganze Zeit mit Kindern reden über Pnimi und Chizoni. Deshalb, wie macht man das? Ich werde jetzt empfehlen, die Eltern sehr oft zu zeigen, die Kinder Gefühle. Es gibt Tmunot shel Uri. Wir haben so ein Kinderbuch und es gibt so 50 verschiedene Bilder von Uri. Uri ist traurig, Uri ist wütend, Uri ist beängstigt, Uri ist enttäuscht, Uri ist froh, Uri wartet, Uri... Und soll man das lesen mit den Kindern und zeigen die Kinder, dass ein Gesicht hat in die heilige Sprache ein Wort, sie heißt Panim. Warum heißt Gesicht Panim? Weil im Panim beginnst du einen Blick in die Pnimi. Du beginnst einen Blick zu kriegen von dem Mensch über seine Innere. Ob er ist froh, ob er dich mag, ob er ist neugierig, ob er ist lieb. Also man guckt im Gesicht, Bapanim, im Gesicht, Roim Pnimi. Man sieht die Innerliche. Natürlich kann man dem Gesicht machen mit Make-up und schöne, aber nicht immer Make-up und die alle schönen Sachen helfen, die innerlichen Gesicht zu zeigen. Darum steht geschrieben auf unsere Mythos, sie waren Jefet Toar und Jefot Mar'e. Was ist Jefot Toar? Jefot Toar bedeutet schön von Beschreibung. Schöne Nase, schöne Lippen, schöne Ohren, schöne Schulter, schöne Beine, das ist Jefet Toar. Manchmal jemand ist schön von Beschreibung, schön von Maß, schön vom Zentimeter, aber wenn du guckst auf dem gesamten Person, Porzellan, nix. Keine Mar'e, keine innerlichen, kein Chen, kein Sanftmut, kein Anmut,
Kein Charisma, kein Charme. Schluss, schön, Bock. Toda rabba, wirklich. Also auch wenn nach außen ist alles schön, aber das ist nur Chizoni. Manchmal ist eine, der Mass ist nicht so genau die Nase, genau die Ohren, genau die Augen. Aber wenn du guckst auf dem Pinimi, es ist so schön. Es ist so, so vollkommen. Es strahlt aus vom Außen nach innen. Und in dem Moment, wo es strahlt vom Außen nach innen, das ist Pnimi. Wenn es strahlt vom Außen und der Mensch investiert die ganze Zeit auf die Äußerlichkeit, ist er sein ganzes Leben in ein Show. Er geht nicht raus von zu Hause, ohne tiptop dem Schauspiel weiter zu führen. Wenn er ist zwischen Menschen, der überlegt 30 Mal, was soll er sagen und was soll er nicht sagen. Vielleicht soll ich nicht machen einen Fehler in Grammatik, vielleicht soll ich nicht eine unhöfliche Frage stellen. Und so ein Mensch, wie lebt er? Defekt. So ein Mensch lebt nach außen. Er sagt nicht, was er will. Er will nicht angezogen sein, wie er will. Er ist nicht in seine Pnimi, er ist nicht in seine Innerlichen. Ich werde schließen. Die schwierigste Mitzwa, was gibt es in Torah, ist Gastfreundschaft. Achnasat Orchim. Warum? Was ist ein Gast? Ein Gast heißt Oreach, Licht und Duft. Or und Reach, Oreach. Wenn kommt ein Gast zu mir nach Hause, die Frage ist, was für ein Mensch bin ich? Wenn ich bin ein Mensch, wo von Innerlichkeit bin ich gut, Pnimi, ist mir egal, was er denkt. Er isst, was ich esse, er trinkt, was ich trinke, er schläft, wie ich schlafe, und ich rede, wie ich rede, und ich esse, wie ich esse, und es gefällt ihm auch. Und er kann auch schlafen auf einer Matratze. Aber wenn ich will zu Hause machen eine Show, oh, wir sind elegant, wir sind High Society. Bei uns esst man nur ganz fein und ganz edel mit einem Pompon und mit dem Kopf so. Das ist Chizoni, das ist schön, aber das ist Äußerlichkeit. Die Frage ist, was bist du in Pnimi, was bist du in die Gefühle? Was bist du wirklich in die Wärme, in die Geborgenheit, in die Zuneigung, in die Sonnigkeit, was du schenkst dem anderen? Deshalb, Kabbalah für Kinder bedeutet die ganze Zeit dominant. In alle Bereichen, in alle Sachen, die Kinder die ganze Zeit erklären. Chizoni, Pnimi. Deckel, Topf. Computer, Bildschirm. Gesicht, Augen. Bin ich froh? Bin ich traurig? Sieht man einen Mensch? Soll man nicht nur auf die Äußerlichkeit gucken, soll man auch die ganze Zeit trainieren, zu erklären, dass jeden Auto hat einen Motor und ein Auto ist nicht nur ein Spoiler, sondern auch ein GPS und auch ein PS. Also soll man erklären immer die Pnimi und die Chizoni. Und wenn man hat ein Medikament und es steht geschrieben, Le Shimush Chizoni Bilvad, zeigen die Kinder, siehst du, was steht hier geschrieben? Le Shimush Chizoni Bilvad, das ist nur vom Außen. Das kommt nicht drinnen. Und das ist nur eine von den Ideen, was man kann mit Kindern Kabbalah beginnen. Weil Kabbalah hat zwei Bedeutungen. Kabbalah bedeutet oder parallel, das gibt es noch parallel, noch eine Welt. Magbilota lulaot ishai lachota. Es gibt noch eine parallel. Und Kabbalah ist empfangen von einer Generation zu dem anderen. Deshalb man muss immer, Eltern müssen immer die Kinder zeigen, weitergeben, Masore, Tradition, und gleichzeitig erklären, das gibt es immer alles parallel. Alles, was du siehst, hat das noch eine Dimension, es hat noch ein Bild, es hat noch eine Idee, die wir erklären müssen, die Kinder, weil sonst verstehen sie es nicht. Und wenn ein Mensch ist gestorben, zum Beispiel, so wie Rabbi Shimon bar Yochai, erklären wir die Kinder, dass auch wenn der Fernseher, die Kiste ist kaputt, trotzdem die Sendstation sendet weiter. Aber wir sehen das nicht. Aber wenn wir machen das durch die Neshama, wir zünden eine Kerze. Und bei Kerze haben wir gesagt, die Flamme ist die Hauptsache und nicht die Kerze. Der Esch ist, deshalb zündet man eine Kerze. Deshalb am Lag Baomer, wo Rabbi Shimon hat gebracht, so viel Kabbalah in dieser Welt, alle machen viele Feuer in dieser Welt. Und am Lag Baomer gibt es meistens Hochzeiten im jüdischen Kalender. Und warum? Weil eine Hochzeit ist ein Beweis
soll man bauen ein Haus. Hochzeit zeigt, dass es gibt Äußerlichkeit und Innerlichkeit. Es gibt das Haus, wo man baut wirklich, was niemand weiß davon. Was man braucht, nicht jeden Bilder von der Familie sofort einstellen in Facebook, sondern alle wissen, dass wir sind gute Familie. Ganz im Gegenteil, das braucht man nicht. Weil in dem Moment, wo ein Mensch hat spaziert und er hat nicht gefilmt, er hat ein Gefühl, dass er hat nicht spaziert. Aber in dem Moment, wo er ist Pnimi, wem muss ich sagen, was ich mache? Wem geht das an? Das ist mein Leben. Das ist meine eigene Pnimiut. Pnimiut, wenn Mama wollte, dass der Topf soll sein offen, hätte ich den Topf offen gelassen. In dem Moment, wo es zu, sollt ihr wissen, etwas steckt, Inneres, Wahres, Anständiges, Gutes. Chaim shel Pnimiut. Und genauso gibt es in Torah. Torat anigle, die Torah, was wir sehen, äußerliche, und Torat anistar, und eine Lehre von verborgen, eine Lehre von Geheimnis. Ich werde nur schließen, steht geschrieben, Olech Rachil Megalesod. Wenn einer erzählt zu viel schlechte Sachen über andere Leute, sollst wissen, so ein Mensch kann nicht Geheimnis behalten. Warum? Weil in dem Moment, wo er erzählt über andere Leute, du erzählst ihm ein Geheimnis, er wird auch erzählen. Aber in dem Moment, wo ein Mensch ist eine Pnimi, er kann sich disziplinieren, er schweigt, dann, das ist ein Mensch, was du ihm auch deine Geheimnis erzählen kannst. Was ist ein Geheimnis? Ein Geheimnis ist eine tiefe Gefühl, die mit mir verbunden ist. Und das will ich nicht jemand teilen, jeder teilen. Und weil auch nicht jeder wird das verstehen. Und ein Ehepaar wird bestimmt nicht ihre Geheimnis jetzt in der Welt offenbar alle erzählen. Jeder verbergt seine Geheimnis. Deshalb lieben die Leute reden gerne über das Wetter. Weil Wetter ist allgemein, es ist kein Geheimnis, dass heute ist ein schönes Wetter. Es ist kein Geheimnis, welches Wetter war. Es ist kein Geheimnis, welches Wetter kommt. Es ist eine schöne Sache. Es hat mit mir und mit dir nichts zu tun. Hashem soll helfen, dass der Verdienst von Rabbi Shimon bar Yochai soll uns Kraft geben, dass wir in dieser Welt wirklich verbunden sind mit unserem Pnimiut, Nistar, mit unserem Esch, und dass auch unsere Kinder von klein an kapieren, dass in dieser Welt gibt es sehr viel Klipot, sehr viel Lüge, aber drinnen gibt es noch Gut und Frucht und gute Sachen, die noch lohnt sich in dieser Welt zu bearbeiten. Ich danke euch. Danke.